Hallo zusammen, ich heiße euch herzlich willkommen zu einer neuen Kinowoche auf Star TV. Diese Woche präsentieren wir euch die schönsten Highlights vom Zürcher Filmfestival. Zusätzlich kommen zwei neue Filme in unsere Kinos, nämlich La Piel que Habito und Johnny English Reborn. Bleibt dran! Es gibt Dinge in dieser Welt, für die es sich zu kämpfen und zu sterben lohnt. Wir sind Krieger. Das ist, was wir sind. Die drei Musketiere. Ich bin hier, um einer von euch zu werden. D'Artagnan, du willst ein Musketier sein? Das ist deine Chance. Wir leben in einem Königreich, das von Angst beherrscht wird. Der Kardinal kontrolliert das Land. Buckingham regiert die Lüfte. Meine neuen Kriegsmaschinen werden das Kräfteverhältnis neu verteilen. Und sie ist die tödlichste Attentäterin, die die Welt je gesehen hat. Gemeinsam werden sie den ganzen Kontinent in einen Krieg stürzen. Wir sind Musketiere. Nur wir können den Kardinal aufhalten. Ein wenig Übung kann ja nicht schaden. Alle für einen. Und einer für alle! Seht aus dem Fenster. Runde 2. Vier von uns gegen 40 von Ihnen. Waren es 40 oder 400? Nur 40. Es waren sie frei. Lass dich knollen! Auf! Der eine... Wie macht die Eisenbahn? In freudiger Erwartung. Sie kriegen beides. Junge und Mädchen. Wir kriegen einen Zwitter? Nein, sie bekommen Zwillinge. Der andere... Ich habe jemanden kennengelernt. Romantisch leicht angeschlagen. Schöne Rose für schöne Frau? Jetzt nicht. 5 Euro. Ich will alle Rosen! Der eine sucht seine Traumprinzessin. Sie können natürlich gerne einen Kurs machen in der Reitschule. Was haben Sie denn so anzubieten? Oh, Schlumpi. Oh. Der andere hat sie schon gefunden. Ich rede von Sex. Ja, aber ist das denn so wichtig? Ja. Habt ihr schon befruchtet? Nein, Tommy. Sieht auch nicht so aus, als würde es bald passieren. Und alle zusammen... Das letzte Mal, dass ich wirklich glücklich war, war mit Maria. ...sind auf der Suche nach der ganz, ganz großen Liebe. Weißt du, um die Liebe lohnt es, sich zu kämpfen. Du hast deine Nummer geändert und ich wusste einfach nicht, wie ich dich erreichen konnte. Sag Tommy, dass ich ihn ganz doll liebe. Ich hab Angst, ich mach alles falsch. Nina, du wirst die beste Mutter sein, die sich ein Kind nur wünschen kann. Hör auf ihren Atem, hör drauf, was ihr Körper sagt. Warte, ich schreib das mit. Beiß sie zärtlich in das Ohrläppchen. Beiß und... Acht Freunde, gemeinsam unterwegs. Auf der Suche nach dem ultimativen Kick. Leute, ich glaube, ich hab sie. Doch der Trip wird schon bald zum Albtraum. Da müssen wir hin. Findest du mich nicht schön? Sabrina Reiter, Melanie Winiger. One
Subway Trip 3D. In gnadenlosem 3D. Ich bin wach. Oh nein. Also, was bin ich heute Nacht? Eine Einbrecherin? Oh, hallo. Na, wo war das? Erzähl mir von deinen Frauen, bitte. Ich treffe mich mit einer Reihe von netten Ladies. Das hier ist Brenda. Sie wird's in der Missionarsstellung, der Schubkarrenstellung, arabische Brille, die linksgedrehte Reiterstellung, aber ich sag dir, keiner kann so oft. Ich weiß gar nicht, was das alles ist. Du bist verheiratet. Gutes Argument. Wie ist ihr Name? Das ist Tatjana. Wow, wie ist ihr Nachname? Tatjana. Sie ruft mich um 3 Uhr morgens an und will gevögelt werden. Wen interessiert der Rest? Ja, verstehe. Du lebst den Traum, Mitch. Kinder zu haben ist, als würde man mit Mini-Junkies zusammenleben. Sie lachen und eine Minute später weinen sie. Und dann versuchen sie, sich ohne ersichtlichen Grund im Badezimmer umzubringen. Sie sind gemein und absolut egoistisch, verdammt teuer und sie machen alles kaputt. Hey, 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 komm schon. Ich will damit nur sagen, ich beneide dich um dein Leben, Mitch. Ich beneide dich um deins. Ich wünschte, ich hätte dein Leben. Mitch, wieso bin ich in deiner Wohnung? Mach die verdammte Tür auf! Ich wusste es. Du hast dir mein Leben gewünscht, als wir in diesem Brunnen gepinkelt haben. Wir haben uns beide das Leben des anderen gewünscht. Ich bin ein Trottel. Ich bin ein Spießer! Zum ersten Mal in deinem Leben siehst du richtig gut aus. Du bist Single. Was da mit uns passiert ist, ist verrückt. Aber es wäre noch verrückter, es nicht auszunutzen. Ich habe die Kapitalkosten angepasst, um die monatlichen Berechnungen zu reflektieren. Ich lege ihnen später alles auf ihren Tisch. Ich werde sie mir vornehmen, wenn sie auf dem Tisch liegen. Das reicht für eine Klage wegen sexueller Belästigung. Ihr beide solltet mal miteinander ausgehen. Du bist doch jetzt Single, Mitch. Warte, was? Wie ist es, mit Dave zu arbeiten? Ehrlich gesagt war ich ganz schön verknallt in Dave. Oh nein, das ist nicht wahr. Aber er ist verheiratet, richtig, also ist selbstverständlich. Das, selbstverständlich, selbstverständlich. Ja. Extrem verheiratet. Was ist, wenn Jamie heute Nacht mit mir schlafen will? Du wirst nicht mit meiner Frau schlafen, Mitch. Oh mein Gott, gleich geht's los. Ich hoffe, sie mag es bizarr. Ich werde sie so richtig rannehmen. Oh mein Gott. Ich vertrag das thailändische Essen nicht. Oh mein Gott. Eine Frage. Wie lange bist du da unten schon rasiert? So sieht er 2,5 Zentimeter länger aus. Nur verheiratete Kerle lassen sich zuwuchern. Ich hab Sommersprossen an meinem Sack. Stoppi, sieh dir das an. Die Einhorn. Das ist ein ganz besonderes Exemplar. Das schönste Schiff, das je die 7 Weltmeere durchkreuzt hat. Was kostet das Schiff? Ich verkaufe es nicht.
Sie begeben sich gerade in sehr gefährliches Fahrwasser. Irgendwas ist auf diesem Schiff passiert. Was birgst du nur für ein Geheimnis? Was ist denn das? In dem Modell ist ein Hinweis versteckt. Auf einen der größten Schätze der Menschheit. Gut gemacht, Struppi. Wollen Sie das jetzt als Beweisstück sicherstellen? Keine Angst, Herr Tim. Bei uns ist das Beweisstück sicher. Schulte, wo steckst du? Oh, ich bin schon vorgegangen. Beeil dich. Er hat keine Ahnung, was ihn da erwartet. Sie kennen den Wert des Pergaments. Ich werde es finden, egal ob mit oder ohne Ihre Hilfe. Danke, ich heiße übrigens Tim. Haddock, Archibald Haddock. Findet sie beide. Hände hoch! Sie wissen schon, was Sie da tun, oder? Ganz ruhig, ich habe mal einen Piloten interviewt. Ich schwöre, ich finde diesen Schatz vor Ihnen. Was machen Sie da? Ein kleines Feuerchen. In einem Boot? Das ist ja ein schöner Schlamassel. Niemand klaut mir mein Schiff. Das klingt vielleicht verrückt, aber ich habe einen Plan. Großartig. Wir sind noch nicht da! Nein! Land! Ah! Haben Sie was getroffen? Ach, herrje. Festhalten, Tim! Wir können nicht umkehren. When I got a line coming. Really? You're sitting there tied to a chair, and I'm standing here with a gun in my hand. War isn't over till both sides say it is. Well, I knew I'd find it. Did you hear this number? You have no idea who you're messing with. He's like a father to you, right? You don't do this, it's a dead man. Listen, Danny's gonna come back for me. When he does, you're out of here. He's your worst nightmare. All we gotta do is wait for him to come to us. This guy is good. You have no idea. Stayed away. The gloves are off. This ends today. Es war eine rauschende Eröffnungsfeier einer neuen Filiale. Hat sie was von irgendwelchen kranken Leuten erwähnt? Im Flugzeug oder am Flughafen? Nein, sie hat nur gesagt, sie hätte einen Jetlag. Der Mensch berührt sein Gesicht im Durchschnitt pro Minute 3 bis 5 Mal. In der Zwischenzeit fassen wir Türklinken an, Wasserhähne und andere Menschen. Beth! Mom? Nein, geh rauf in dein Zimmer, Schatz! Wir haben also ein Virus und haben weder einen Behandlungsplan noch einen Impfstoff. Diese Krämpfe heute früh, hatten Sie das schon hat mal? Hat sie Osterkrampfanfälle? Nein. Allergien? Seit gestern Abend 32 Fälle. Sie ist leider gestorben. Okay, darf ich denn jetzt mit ihr reden? Mr. Emhoff, Ihre Frau ist tot. Was erzählen Sie mir denn da? Was ist mit ihr passiert? Was ist mit ihr passiert? Könnte vielleicht jemand die Vogelgrippe als Waffe benutzen? Wäre das möglich? Die Vogelgrippe muss gar niemand als Waffe benutzen. Das machen schon die Vögel. Sehen Sie genau hin. So überträgt es sich. Die Frage ist nur noch, in welche Richtung. An Tag 1 waren es 2 Menschen. Danach 4 und danach 16. In 3 Monaten sind es 1 Milliarde. Darauf scheinen wir zuzusteuern. Sie berufen die Nationalgarde ein, verschanzen den Präsidenten. Das gibt eine Massenpanik. Verschwinde! Die Sache wird kippen. Man verschweigt der Welt die Wahrheit. Lassen Sie die Proben verschwinden. Vernichten Sie alles. Hallo. Geben Sie mir die Namen aller Reinigungskräfte, die hier in meinem Zimmer waren. Das ist ein Notfall. Sie dürfen nicht in Panik verfallen. Ich weiß. Ich bringe Sie nach Hause. Ich habe auch Familie, Dr. Chiba. Wir alle. Reden Sie mit niemandem, fassen Sie niemanden an. Halten Sie sich von anderen Menschen fern.
Steigen Sie in Ihr Auto! Wir sind nicht krank! Es erforscht uns schneller, als wir es erforschen. Es mutiert.